Hallo, ich erkläre heute, wie man BVH-Dateien in Blender reinlädt und diese bearbeitet. Dazu zeige ich noch, wie man ein Character Rig für das Mocap und wie man das macht, wenn man schon einen Rig für den Charakter hat, aber trotzdem die BVH-Animation auf diesen Rig abspielen möchte. In der Beschreibung sind Timestamps, falls ihr euch nur für ein bestimmtes Thema interessiert, könnt ihr einfach dazu skippen. Ansonsten braucht man für das Video keine großen Blender-Vorkenntnisse. Ich werde alles erklären, was man so wissen muss, aber ihr solltet euch schon wenigstens etwas mit dem Blender-Layout auskennen. Das vorab schon mal und dann fangen wir auch direkt an. Gut, ich bin jetzt hier auch schon in meiner Blender-Datei. Es ist ein ganz einfaches Rig mit einem ganz einfachen Charakter. Aber wir sehen das Rig total schlecht. Deswegen kann man hier unter Object Data Properties unter der Einstellung Viewport Display einstellen, dass es einem angezeigt wird. Und hier natürlich auch die Achsen einschalten. Hier gibt es verschiedene Optionen. Das ist jedem selbst überlassen. Ich lasse es eigentlich immer auf diesem Standard. Gut, dann laden wir die BVH-Datei auch zu unserer Blender-Datei. File, Import, Motion Capture, BVH. Suchen die Datei. Und hier gibt es ein paar Einstellungen. Zum Beispiel könnt ihr hier gucken, wie rum das Rig dann gedreht werden sollte. Und hier müsst ihr auf jeden Fall das gleiche auswählen wie in eurer Datei auch selber. Also Import BVH. Man sieht auch schon direkt das Motion Capture Rig, das die Animation abspielt. Also hier ist die Animation drauf gespeichert vom Mocap Rig. Aber wir wollen die ja natürlich auf unseren Charakter haben. Deswegen gehe ich zurück zu Frame 1. Ich habe natürlich vergessen, Screencast einzuschalten und skalieren das Rig einfach auf die ungefähre Größe vom Charakter. Wichtig ist hier, dass ihr nicht aus Versehen ein Keyframe macht, das wäre nicht so gut. Deswegen hier Auto-Keying ausstellen und hier wähle ich auch in Front aus, Achsen, super. Dann müssen wir die Bones von unserem eigentlichen Rig im Edit Mode drehen. Das kann man hier unter Bone Properties Transform. Gibt es die Option, die zu drehen. Es ist nämlich ganz wichtig, dass die Achsen wenigstens ungefähr übereinander einstimmen. Umso genauer, umso besser natürlich, aber ja. Und zwar darum, dass die Animation sonst total verzerrt wird, weil sich dann verschiedene Gliedmaßen in verschiedene Richtungen bewegen. Und das müsst ihr halt für jeden einzelnen Knochen an eurem Rig machen. Das ist am Anfang ein bisschen mühselig, aber dafür muss man das ja auch nur einmal machen. Aber die Bones von dem Mocap-Rig sind auch etwas seltsam gedreht, also ich verstehe selbst nicht, warum die so fast beliebig in verschiedene Richtungen schauen, die Knochen. Aber gut, es soll uns egal sein, Hauptsache es funktioniert. Dann sind wir hier fertig, es müssten jetzt eigentlich alle Knochen in der Richtung übereinstimmen. Und dann können wir hier im Pose-Mode Bone Constraints anwenden. Das ist hier Bone Constraint Properties. Add Bone Constraint. Hier gibt es zwei Möglichkeiten. Einmal können wir Copy Transforms auswählen und hier das Rig auswählen. Oder man kann Copy Location, dann Copy Rotation auswählen. Dann wird die Scale nicht kopiert, sondern halt nur die Drehung und die Position. Ich benenne unser Mocap Rig mal. Dann ist es einfacher. Man sieht auch schon, dass der Knochen grün geworden ist. Dann als Target hier das Mocap Rig auswählen und den Knochen. Da ist es ganz hilfreich, wenn man hier die Namen auch einblendet von dem Mocap Rig.
Weil dann können wir einfach ablesen, wie der Knochen heißt. Der Knochen hier heißt zum Beispiel Left Arm. Hier genau das gleiche. Mocha Break, Left Arm. Copy Location, Copy Rotation, Mocha Break. Und das ist Left Forearm. Das erspart einem halt die Arbeit, dann nochmal nachzugucken, wie der Knochen jetzt wirklich heißt, wenn man das hier einfach ablesen kann. Und das macht man mit jedem einzelnen Knochen. Das muss allerdings auch nur einmal gemacht werden. Und wichtig ist hier, wenn ihr eine unterschiedliche Anzahl von Knochen habt, dann müsst ihr euch entscheiden, was am besten ist, um diesen Knochen dann darzustellen. Das ist vor allem hier in der Wirbelsäule so, oder auch hier beim Nacken. Bei meinem Modell wird der komisch gezerrt, einfach deswegen, weil hier die Knochen anders zusammengestellt sind. Deswegen da etwas aufpassen, ansonsten einfach für jeden Knochen das machen. Und dann sehen wir uns wieder. Ich habe es nämlich vorbereitet. So, hier ist unser Charakter mit allen Bone Constraints. Fast alle Knochen sind grün. Das Mocha Freak hat natürlich keine zwei Hüftknochen. Aber ansonsten passt alles. Und man sieht auch direkt, dass der Charakter sich jetzt auch so wie die Mocap-Animation bewegt. Ich tue das mal wegblenden, damit man das richtig sieht. Hier ist das, was ich gesagt habe mit dem Nacken. Und einzelne Fehler, wie hier mit dem Arm, das liegt einfach von der Datei vom Mocap und dem Model. Das müsste man dann halt von Hand ausbessern, aber ansonsten bewegt es sich. Das ist schon mal die Hauptsache. Jetzt, wie kann man verschiedene Mocap-Dateien zusammenführen? Das geht ganz einfach, und zwar, ich finde, die beste Lösung ist da einfach ein neues Blender-Fenster aufzumachen. In dem könnt ihr alles löschen und ladet dann die BVH-Dateien, die ihr haben möchtet, rein. Ich lade jetzt einfach mal zwei Dateien. Import BVH, File, Import, Motion Capture. Dann haben wir jetzt unsere zwei Rigs, die ich auch umbenenne. Mocap 1, 2. Und das Ganze speichere ich dann. Gut, dann unsere eigentlichen Datei können wir jetzt auf File gehen, Append. Unsere Datei auswählen, dann Action. Und hier sind unsere Animationen drin. Dann hier im Animationstab, das sieht jetzt da wahrscheinlich anders aus als bei euch, und zwar weil ich hier Dope Sheet ausgewählt habe und dann Action Editor. Und das hier ist Nonlinear Animation. Auf jeden Fall könnt ihr jetzt hier eure Animation auswählen. Nummer 1, Nummer 2. Super. Hier würde ich auch empfehlen, einfach ein Backup von der Datei zu speichern, weil es sonst blöd wäre, wenn ihr irgendwas falsch macht und dann nochmal die ganzen Bones wie Target machen müsst und die alle nochmal rotieren müsst. Deswegen am besten einfach eine Kopie speichern, und wir backen jetzt die Animation. Warum müssen wir die Animation backen? Ganz einfach, weil wir in unserem Rig im Pose Mode
die Knochen nicht mehr selber bearbeiten kann. Das liegt einfach an den Constraints, die noch auf den Knochen drauf sind. Die erlauben es uns nicht, das zu bearbeiten. Wenn ich im Postmund bin, tue ich schon mal alle Knochen auswählen und gehe dann wieder in den Object Mode. Klicke dann Object, Animation, Back Action. Hier ist es ganz wichtig, bei Back Data Pose auszuwählen, sonst funktioniert das nicht. Dann auch hier Clear Constraints, dann werden alle Constraints für uns gelöscht. Visual Keying. Dann die Länge ist natürlich abhängig von eurer Animation. Okay. Je nachdem, wie lang die Animation ist oder wie viele, dauert das auch ein paar Minuten. Ich hoffe, dass es bei mir jetzt nicht so lange dauert, aber es sollte eigentlich kein Problem sein. Nachdem wir es gewirkt haben, können wir unsere Knochen dann wieder selbst bearbeiten, um irgendwie Fehler, die teilweise entstanden sind, zu bearbeiten. Gucken wir mal. Hier sehen wir schon, die ganzen Keyframes wurden gemacht. Es sind sehr viele. Und Pose Mode. Ah, ich habe natürlich alle ausgewählt. Und hier habe ich es gespiegelt. Also es funktioniert. Wir können also individuell die Knochen nochmal anpassen. Okay, dann rede ich noch ganz kurz über NLAs, also Non-Linear Actions. Die kann man hier finden. Non-Linear Animation, Entschuldigung. Und hier unter Dope Sheet gibt es einen Action Editor. Non-Linear Animations bestehen aus Animation Strips. Erstmal benennen wir unsere Tanz. Und wenn man hier drauf drückt, quält das, also macht es dann so einen Strip, den man dann auch mit Blender ganz normal editieren kann, also G zum Beispiel bewegen, S eskalieren. Man kann dann hier auch loopen, und zwar unter Strip, Action Clip, Repeat. Das ist jetzt mal auf Einstehen. Und wir sehen, dass die Keyframes hier verschwunden sind. Wenn man hier bei Tab drückt, kommen die wieder. Ich mache hier mal eine Kopie von dem Tanz 001. Und ich glaube, ich ändere gerade hier noch Dope Sheet, dann mache ich hier Non-Linear Animation. Dann ist es einfacher zu sehen. Okay, also. Wir müssen natürlich auch im Postmod die Knochen auswählen, um es zu sehen. Okay, mit M kann man hier solche Marker setzen, falls man sich eine bestimmte Szene merken möchte. Ich gucke mir jetzt den Tanz mal nochmal an. Die Szene finde ich total cool. Das ist mein Lieblingspart. Deswegen markiere ich den jetzt. Also die Stelle meine ich. So bis hierhin. Dann habe ich zwei Marker mit B für Box Select. Das Ganze hier auch auswählen. Und Control I tut die Auswahl umkehren. Jetzt haben wir nur dieses eine Stück von dem Tanz. Wenn ich jetzt hier zum Beispiel möchte, dass die Position sich nicht ändert, die Position ist an den Hipbone gebunden, kann ich dann die löschen. Dann springt er jetzt hier hin.
Super. Also der bewegt sich jetzt hin und her. Was natürlich noch etwas Tweaking bräuchte, aber für unseren Fall reicht das jetzt mal. Und dann könnte es vielleicht noch eins geben, wo er seinen Kopf bewegt. Also ich mache dann eine neue Aktion. Also ich mache jetzt hier eine neue Aktion. New. Die anderen beiden mal ausschalten. So, der wackelt jetzt mit dem Kopf. Dann benenne ich die Aktion auch. Und das Strip, Action Strip. Repeat ist nochmal loopen. Und jetzt sieht man zum Beispiel, dass zudem auch sich der Kopf bewegt. Wenn man es hier ausschaltet, hört er sich auf zu bewegen. Jetzt fängt er so wieder an. Und so kann man halt einzelne Sachen dann zusammenschneiden. Und halt einfacher animieren, indem man zum Beispiel hier einfach nur den Kopf anschaltet und ausschaltet. Und im Moment liegt es daran, dass es überschrieben wird, und zwar hier in dem Tab kann man hier Replace, Combine auswählen. Und dadurch, dass ich halt Replace ausgewählt habe, wird die Bewegung von dem Tanz durch die Bewegung von diesem Strip ersetzt. Also ich zeige jetzt, wie wir einen Rig einfach mit dem Mocap Rig regeln. Dafür gehen wir auf File, Import, BVH. Und der Vorteil von dem Ganzen ist einfach, dass man sich das Retargeting erspart. Ja. Ansonsten ist es auch ziemlich einfach, weil das Mocap Rig einfach sehr simpel ist und mit dem Raid Paint dann auch nicht so Probleme geben sollte. Dann gehen wir einmal in Pose Mode, wählen alle Knochen aus, drücken. Ah, ich muss Screencast wieder einschalten. Alt-R und Alt-G, damit es wieder zur Originalposition kommt. Bewegen unseren Charakter dann einigermaßen passend. So dass wir halt wirklich nur noch minimal die Bones ziehen müssen. Und zwar machen wir das im Edit Mode. Aber wichtig ist hier, dass ihr das spiegelt. Da müsst ihr es immer nur auf einer Seite machen. Die Knochen aus.
So. Die Wirbelsäule wird ein bisschen tricky. Boah, nee, es geht eigentlich. Versucht es wirklich so wenig wie möglich zu bewegen, damit es nicht so verzerrt wird. So müsste es eigentlich passen. Ich hoffe mal für das Beste, gehe wieder in den Object Mode. Also wir benutzen jetzt das Apply Transform, also Object Apply All Transforms, nur um sicher zu gehen. Wir haben den Charakter ausgewählt, dann Shift auswählen, das Rig, Control P für Parenting, Third Parent to Automatic Rates. So, und jetzt schauen wir mal, wie gut das geklappt hat. Es ist eigentlich ziemlich gut hier, wenn man die Schultern so sieht. Das Bein lässt sich auch bewegen. Der Kopf ebenso. Es hat erstaunlich gut geklappt. Dann sehen wir uns mal die Animation an. Klappt eigentlich ganz gut. Einige Sachen müssen natürlich dann halt nachbearbeitet werden. Aber wenn man es sich so anguckt, finde ich, ist es ganz okay. Gut, also so macht man einen Charakter, falls jetzt an dem Brick irgendein Problem wäre und man, wenn man das rechte Bein bewegt, sich irgendwas anderes mitbewegt, was nicht sein sollte. Dann kann man beide auswählen, also Rig und Character, und in den Weight Paint Mode gehen. Dann mit Control kann man sehen, wie das Gewicht verteilt ist. Also Rot ist am stärksten verteilt. Hier zum Beispiel gefällt mir vielleicht nicht, dass das noch so an der Schulter Weight drauf ist. Hol ich hier Darken. Subtract, Entschuldigung. Und tu das vielleicht noch irgendwie bearbeiten. Gehen wir wieder in den Pose Mode. Jetzt bewegt sich die Schulter nicht so mit. Das muss man natürlich ordentlicher machen, aber vom Prinzip funktioniert das halt. So, und ihr müsst euch dann nicht extra noch einen Weg vorher anfertigen, dass ihr wie targeted müsst.